So, hallo allerseits, es ist wieder soweit. Ich habe ja gestern angekündigt, heute gibt es eine Sondersendung in Anführungsstrichen. Einmal Netzsprech so zwischendurch. Und zwar jetzt nochmal zu dem Thema, was ich ja eigentlich gestern schon mit auf dem Plan hatte, aber was zeitlich einfach nicht mehr gepasst hat. Zum Thema, wie kriegst du das hin, ein eigenes Produkt zu erstellen, eigene Dienstleistung zu erstellen? Was gehört da eigentlich zu? Ich habe mir gedacht, ich mache es mal folgendermaßen, dass ich euch einfach jetzt mal meinen Bildschirm teile. Wo ist er? So, komm her, hier. Und euch das mal anhand einer PDF zeige. So, perfekt, so kann es doch weitergehen. Also, wie erstellst du deine eigenen Produkte, deine eigenen Dienstleistungsangebote? Das ist jetzt wirklich nur eine Kurzinfo. Das ist also nichts für alte Hasen, sondern das ist einfach nur mal so ein grober Überblick, um reinzukommen. Wie machst du das überhaupt? Wie kriegst du sowas hin? Und das kannst du gebrauchen in allen Bereichen. Wenn du selbstständig bist, sowieso. Das kannst du auch gebrauchen, wenn du Pastorin, Pastor bist. Das kannst du gebrauchen, wenn du Mitarbeiter bist und dich irgendwo in der Abteilung ein bisschen hervortun möchtest, das kannst du immer gebrauchen. Wie erstellst du eigene Produkte, eigene Dienstleistungen? Ich mache es jetzt folgendermaßen, ich gehe einmal kurz durch und dann fange ich wieder von vorne an und gebe dann konkrete Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Berufsleben heraus. Das ist, denke ich, am sinnvollsten. Erstmal so grobe Theorie, kurz angerissen. Und danach rein in die Praxis. Also, das Erste, was du brauchst, ist die Inspiration. Sprich, du musst irgendwoher den Impuls bekommen, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erstellen, anzubieten. Da gibt es unterschiedliche Dinge, wo das herkommen kann. Bei mir definitiv aus dem Umfeld, aus den beruflichen Erfahrungen heraus. Aber auch aus allem anderen, was ich irgendwie in die Hände kriege oder zu sehen oder zu hören bekomme. Seien es Bücher, Filme, Illustrationen, seien es Videos, seien es Mitbewerber, seien es vielleicht auch Politiker, sei es Tagesgeschehen. In irgendeiner Art und Weise triggert das bei mir. Und da weiß ich ganz genau, okay, das wäre jetzt interessant für die und die Kundin, für den und den Kunden oder für die und die Zielgruppe oder eventuell für diese Interessentengruppe. Dann geht es in die Analyse. Und zwar von zwei Seiten. Zum einen das Emotionale, also was sagt das Herz? Und zum anderen das Rationale, was sagt der Verstand? Und zwar sowohl bei dem Gegenüber, den du erreichen möchtest, also deiner Kundin, deinem Kunden oder aber auch eben den Interessenten. Und zum Zweiten auch bei dir selbst. Was meine ich damit? Wenn du Lust hast auf dieses Produkt, auf diese Dienstleistung, wenn du damit Enthusiasmus rangehst, dann hat es eine größere Wahrscheinlichkeit, dass du das Ganze zu Ende bringst und an den Mann bzw. an die Frau oder an die Person dritten Geschlechts bringst. Mit dem Verstand klopfst du das Ganze nochmal an, ab so. Ist das vernünftig? Macht das Sinn für dich jetzt in dieser Situation, dieses Produkt, diese Dienstleistung zu erstellen, ja oder nein? Und von der anderen Seite her, braucht meine Kundschaft das? Will sie das? Wie denkt sie darüber? Denkt sie, das braucht sie oder weiß sie das noch gar nicht? Also muss ich da eventuell auch die Bedürfnisse, den Bedarf erstmal wecken? Das hängt alles damit zusammen. Die Abwägung, Kosten, Nutzen. Und zwar sowohl beim Geld als auch bei Nerven, Zeit, Aufwand. Einfach wirklich der Aufwand zum Ergebnis einfach mal in Relation setzen, also die Abwägung vornehmen. Dann die Recherche.
was gibt's in der Hinsicht schon? Was machen andere? Was würde ich ähnlich machen? Was würde ich total anders machen? Das Ganze nehmen und dann gucken, nicht kopieren, das ist immer blöd, sondern nehmen und dann schauen, was würdest du anders machen? Wo bist du der Meinung, nee, da fehlt was, das muss anders dargestellt werden? Und dann eben den eigenen Stempel draufdrücken, ergänzen, verbessern. Das ist der eine Punkt. Dann Recherche natürlich auch in der Hinsicht, wie wird das Ganze gesucht? Also wie wird das Produkt, die Dienstleistung, die du entwickeln möchtest, von deinen Kundinnen und Kunden gesucht? Wonach tippen die ein? Es ist ja so, dass wir alle Fachbegriffe haben. Und ich sage jetzt mal ein typisches Beispiel, was mich im Kirchenbereich wahnsinnig macht. Es macht mich wahnsinnig, wirklich. Wenn ich mal logisch nachdenke, was sucht jemand, der in einen Gottesdienst gehen möchte? Der sucht nach einem bestimmten Thema. Der sucht nicht nach einer bestimmten Bibelstelle. Und wenn irgendwo im angekündigt wird, irgendwo in der Zeitung, Thema wäre XY, Rache oder Liebe oder Freundschaft, Feindschaft oder Umweltschutz oder weiß der Geier ein Thema, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich damit Menschen erreiche. Aber das wird nicht gemacht. Stattdessen steht dann in der Anzeige von den Gottesdienstterminen Pastorin, Pastor X, Predigt um die und die Uhrzeit. Wenn ich die Predigerin oder den Prediger nicht schon mal erlebt habe, sagt mir das nichts. Und ich würde wahrscheinlich auch nicht danach suchen, weder im Internet noch in der Zeitung. Ich suche nicht nach diesen Dingen, sondern ich suche ja nach dem Thema. Also versuch dich in deine Zielgruppe hinein zu versetzen. Egal was du machst, setz dich auf die andere Seite des Tisches und guck, was dein Kunde, deine Zielgruppe sucht. Planung. Was brauchst du alles, um dieses Produkt, die Dienstleistung zu erstellen? An Material, an Zeit, an Geld, an Man- oder Woman-Power? Wie sieht das aus mit Testphasen? Vorlauf, welches Marketing soll gemacht werden, welche einzelnen Schritte sind zu tun, was genau soll in das Produkt hinein, die einzelnen Schritte erstmal so grob und dann ganz, 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 ganz klein splitten, immer, immer kleinere Schritte, immer, immer kleinere Pakete schnüren, sodass du so kleine Schrittchen hast und dann Schritt für Schritt abarbeiten kannst. Planung. Also nicht den riesen Himalaya Gebirgszug dir hinstellen, das ist mein Ziel, sondern das ist das Ziel, da willst du irgendwann hin, aber du fängst bitte erstmal an, mit einem dörflichen Hügel zu wandern. Ne? Also Kirche im Dorf lassen, erstmal klein anfangen und dann steigern und dann wirklich, das ist das Ziel und dann aber schon mal wissen, okay, ich will zum Himalaya, das heißt, ich muss Kondition trainieren, ich muss jetzt anfangen, mir die vernünftige Wanderausrüstung zu besorgen, ich muss nach einem Bergsteigerteam suchen und so weiter und so weiter. Also Planung, ausführliche Planung. Wenn du schon das ein oder andere Mal vielleicht mitgehört oder mitgeschaut hast, weißt du, ich bin ein geistiger Prepper. Pläne sind meine Welt. Also es ist für mich nichts Starres, aber ich brauche einen Plan. Und wenn ich einen Plan habe, dann weiß ich ungefähr, wo die Reise hingeht. Dann habe ich das Ziel vor Augen. Es kann dann sein, dass der Weg erstmal in die völlig andere Richtung verläuft. Aber dann weiß ich trotzdem, irgendwann komme ich trotzdem zum Ziel, egal wie viele Umwege ich mache. Mein Ziel steht dann fest. Also das ist die Planung. Hauptziel und Zwischenziele festlegen. Dann rangehen und umsetzen. Der beste Plan nützt dir überhaupt nichts, wenn du ihn nicht umsetzt. Und deswegen auch diese Unterteilung in kleine Zwischenziele. Du wirst das gleich nochmal an meinem praktischen Beispiel nochmal nachvollziehen können, warum das so wichtig ist. Kontrolle. Wie weit bist du mit dem Plan? Wie weit bist du mit der Umsetzung? Was hat funktioniert? Wo musst du nochmal nachsteuern?
Und passt das auch mit deinen Zeitplänen? Oder musst du deine Zeitpläne nochmal ad acta legen? Wie sieht das aus mit den Mitbewerbern? Haben die inzwischen vielleicht das gleiche Produkt schon früher gelauncht oder ähnliche Dinge? Also da einfach ein bisschen den Tunnelblick öffnen und nach links und nach rechts gucken und schauen, was macht sonst noch so der Markt? Was macht die Umgebung? Einfach mal drauf achten. Dann hast du das Produkt soweit fertig. Zumindest schon mal das Grobe. Ich sage jetzt mal so 75, 80% des Produkts sind fertig. Und dann guckst du dir das Ganze an. Hast du dann schlüssiges Paket geschnürt? Gibt es da Ecken und Kanten, die du noch abrunden musst? Gibt es da eventuell etwas, was du ergänzen solltest? Vielleicht in das Hauptprodukt oder als zusätzliches kleines Nebenprodukt oder als zusätzliche Dienstleistung. Das sind dann so die Feinheiten. Da lege ich los, wenn du wirklich so 75 bis 80% hast und da weißt, du hast schon eine ganze Menge geschafft. Dann kannst du schon mal überlegen, okay, bin ich auf dem richtigen, komplett richtigen Weg oder bin ich hier am Seitenstreifen unterwegs, muss ich nochmal nachkorrigieren. Das ist dann dieser Punkt. Und während du diesen ganzen Weg gehst, wirst du feststellen, dir kommen immer wieder ganz tolle neue Ideen. Nicht ablenken lassen, nicht ablenken lassen. Diese ganzen wundervollen, tollen Ideen notierst du dir. Ich habe für solche Fälle immer hier irgendwie Hefte neben mir liegen. Oder zumindestens sowas in dieser Form hier, jede Menge kleine Zettel, die ich dann nach Abarbeiten zerreiße. Aber die Bücher, also die Kladden, die sind mir lieber. Da kann ich nämlich durchstreichen, weil ich irgendetwas erledigt habe. Das ist dann noch ein anderes Gefühl. Und vor allen Dingen habe ich dann hinterher am Jahresende auch nochmal den Überblick, oh, klasse kam, du hast doch mehr geschafft, als das Gefühl dir sagt. Also Grund, dir mal auf die Schulter zu klopfen. Also so eine Kladde wirkt echt Wunder. So, das ist jetzt der grobe Überblick. Jetzt hinein in die praktischen Beispiele. Inspiration. Mein erstes Online-Kursprodukt, was ich jetzt ja nächste Woche Montag launchen möchte und launchen werde, so wie Meo mir nicht irgendwie noch Steine in den Weg legt, aber sieht ganz gut aus, ist ja tatsächlich ein Online-Kurs zum Thema WordPress. Und zwar WordPress-Website selbst installieren, selbst erstellen, selbst aufbauen. Also wirklich so ein Anfänger-Grundkurs. Wieso? Weil mein Hauptthema, mein Komplettthema ja die aktive Gestaltung des Online-Daseins ist. Und zwar speziell für meine beiden Hauptzielgruppen, Pastorinnen und Pastoren einerseits und Selbstständige mit Wertachtung andererseits. Also das sind meine beiden Zielgruppen. Und diese beiden Zielgruppen haben einen guten Grund dafür, das Online-Dasein besonders aktiv zu gestalten. Ich empfehle es jedem, auch wenn du jetzt nur als Privatperson zuschaust, aber solltest du Pastorin oder Pastor sein oder solltest du Selbstständige sein mit eigenen festen Werten, empfehle ich dir ganz, ganz dringend, dein Online-Dasein wirklich aktiv in die Hand zu nehmen und aktiv zu gestalten. Und was du dafür dringend brauchst, sind die Grundlagen. Und ich bin Social Media Coach. Zugleich sage ich dir, nichts läuft ohne eigene Webseite. Deine eigene Webseite ist nämlich deine Basis, dein Ausgangspunkt. Soziale Medien, die Plattformen ändern die Regeln oder lösen sich in Luft auf. Ich sage jetzt nur, bestes Beispiel für diese Inspiration, Google. Google Plus wurde eingestampft und hat mich mal eben über 400 Follower gekostet. Ich sage jetzt mal nur, das waren mehrere tausend Stunden Arbeit, die da hineingeflossen sind im Laufe der letzten Jahre. Futsch. Google Plus. Geschichte. Gutes Recht von Google. Die sind die Hausherren gewesen.
und sind nach wie vor die Hausherren. Die Hausherrin, der Hausherr der eigenen Webseite bist du. Jedenfalls dann, wenn du dir die Webseite so aufbaust, dass du sie dir jederzeit unter den Arm klemmen kannst und zu einem anderen Provider marschieren kannst. Deswegen ist es auch so wichtig, sowas selbst zu machen. Da zwei Inspirationen zu. Inspiration 1 aus meinem Berufsleben als früher als Angestellte. Ich hatte mit der Situation zu kämpfen, dass meine damalige Geschäftsleitung nicht so den Einblick hatte in den Bereich Technik, nicht so den Einblick hatte in den Bereich, was so ein Umzug einer Webseite, einer großen, gigantischen Webseite von einem Webmaster zum anderen Webmaster mit Wechsel des Content-Management-Systems so mit sich bringt. Und das habe ich nicht einmal erlebt, das habe ich mehrfach erlebt. Und ich habe auch miterlebt, welche Probleme dahinter hängen. Da waren dann Webmaster dabei, die sich quergestellt haben, die auf den Daten sitzen geblieben sind, die bestimmte Dinge nicht rausrücken wollten. Da sind dann Rechnungen entstanden. Alter Falter, sage ich jetzt nur. Also da sind bestimmte Dinge einfach, wo ich sage, dich nicht preis. Behalte die Kontrolle. Bleib selbst aktiv. Überlass das keinem anderen. Gerade auch, wenn du klein bist und eben nicht die Mittel hast, mal eben kurz mehrere tausend Euro für irgendetwas, für irgendwelche Wechselgeschehnisse von einem Webmaster zum anderen oder von einem System zum anderen, mal eben kurz zu juppen von heute auf morgen, macht es Sinn, das von vornherein auszuschließen und wirklich zu sagen, wurscht ist, ich mache das jetzt selbst, kostet mich jetzt vielleicht, sagen wir mal, 2, maximal 3 Tage Arbeit, dann habe ich meine eigene Webseite und dann kann die vor sich hin wachsen, mit mir zusammenwachsen. Und gut ist, aber ich bin da nicht abhängig. Und das ist das, was ich da dringend empfehle. Abhängigkeit ist tödlich für Selbstständige, aber auch für alle anderen. Dann wichtiger Punkt in Sachen eigene Webseite, strukturelle Gewalt. Wir alle unterliegen bestimmten Strukturen. Ein Hosting-Anbieter kann pleite gehen. Dann solltest du in der Lage sein, dir deine Webseite unter den Arm zu klemmen und deiner Wege zu ziehen. Es kann sein, dass beispielsweise du darauf angewiesen bist, dass deine eigene Stimme gehört wird. Sei es jetzt im Bereich Shitstorm. Ein Shitstorm jagt durchs Internet über dein Unternehmen, über dich als Mensch, über deine Produkte, über deine Arbeit. Kann ganz schnell gehen. Dann solltest du die Möglichkeit haben, selbst zu kommunizieren, eine Plattform zu haben, und das ist deine eigene Webseite, mit der du selbst dich selbst darstellen kannst, deine Sicht der Dinge darstellen kannst. Und das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist für alle Pastorinnen und Pastoren. Es ist mir nirgendwo, und das will was heißen, nirgendwo so viel strukturelle Gewalt untergekommen wie in der Kirche. Und damit meine ich nicht unbedingt nur die katholische Kirche, ich meine da explizit die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers. Mir ist noch nie so viel strukturelle Gewalt untergekommen wie dort. Strukturelle Gewalt zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Kommunikationswege kontrolliert werden. Und auch da sage ich, es ist extrem wichtig, dass du als Pastorin, dass du als Pastor eine eigene Webseite hast, die unter deinem eigenen Namen auf deine eigene Rechnung läuft, auf der du deine Sicht der Dinge darstellen kannst. Wenn du ein bisschen länger im Beruf bist oder dich mal bei Berufskolleginnen und Kollegen umhörst, wirst du die eine oder andere Geschichte gehört haben, dass einem Kirchenvorstand deine Nase nicht passt, dass einem Kantor deine Nase nicht passt, dass einem Vorgesetzten oder einem Kollegen oder einer Kollegin deine Nase nicht passt. Und plötzlich befindest du dich in einer unmöglichen Situation
und stehst plötzlich am Pranger. Und da macht es Sinn, die Dinge gerade rücken zu können. Also, eigene Webseite, super, super wichtig. Das also für mich die Inspiration gewesen, okay, mach als allererstes die Grundlagen. Denn jeder, egal ob er selbstständig ist oder Pastorin, Pastor, braucht eine Webseite. Ja, ich mache das auch im 1:1 Online-Coaching. Ja, ich mache das auch in Workshops. Aber das ist wirklich das absolute Basiswissen. Und ich bin der Meinung, das ist besser, wenn ich das auf einem anderen Weg zur Verfügung stelle und da eben meine Inspiration, mein Herz in Richtung Online-Kurs, da ich da nicht zeitlich gebunden bin. Ich habe jetzt einmal richtig intensiv Zeit und Arbeit und Mühe reingesteckt, um das von A bis Z wirklich durchzuarbeiten. Aber danach steht das Ganze. Danach kann ich das ab und zu mal aktualisieren, wenn sich was Neues ergibt. Aber der Zeitaufwand ist weitaus geringer. So kann ich dann meine Zeit und meine Kraft mehr ins Einzelcoaching und mehr in die Webinare und Workshops hineinbringen, wo ich dann auf tiefergehendes Wissen eingehen kann. Also aus meiner Sicht ist das für mich auch die Inspiration. Die Analyse, Herz und Verstand. Herzensangelegenheit für mich, jeder sollte diese Basis haben. Verstand ebenfalls, jeder sollte diese Basis haben und es wird gebraucht in einer Form, dass jeder es sich selber beibringen kann, ohne dass man auf Termine bei mir angewiesen ist, sondern das sind wirklich so Grundlagen, die sich jeder mit Hilfe dieses Kurses selbst aneignen kann. Das zum einen. Dann macht es Sinn von der Abwägung her. Wie ist das hier mit Kosten nutzen? Kosten, jetzt sehr viel Zeit und Mühe investiert, aber danach keinerlei Probleme mehr, wenn ich dann nochmal was zu aktualisieren habe, weil sich irgendetwas ändert, kann ich einfach das entsprechende Teilvideo dann aktualisieren. Da kommen wir gleich noch in Richtung Planung. Das ist ein bisschen vorausschauend gedacht. Ich habe das ja in unterschiedliche kleine Mini-Ziele unterteilt. Wie ist das für die Kundensicht, die Kundinnen und Kunden? Da habe ich die Abwägung, wer mich kennt, wird glücklich sein, weil er oder sie dadurch dann ein Produkt in der Hand hat, was eben auch in 2, 5 und 10 Jahren immer wieder vorgekramt und immer wieder genutzt werden kann. Denn, auch das sagt die Erfahrung, du beginnst immer mit einer einzigen Webseite und dann wird das mehr, weil du Landingpages brauchst, du baust dir verschiedene Funnel auf, du hast verschiedene Themen, die du beackerst, du hast verschiedene Kunden, deine Kunden brauchen eigene Webseiten. Das heißt, du gehst immer wieder nach dem gleichen Schema vor. Und auf diese Art und Weise hast du dann diesen Kurs, oder besser gesagt meine Kunden. Ich hoffe, du zählst dazu. Entweder du zählst bereits dazu oder in Kürze, ich hoffe. Kannst du jederzeit wieder darauf zugreifen und dann sagen, okay, wie war das jetzt hier nochmal mit der SSL-Verschlüsselung? Wie kriege ich das hier nochmal hin? Oder wie ist das hier jetzt nochmal, welches Programm brauche ich jetzt, um das ganze WordPress jetzt auf den Server zu kriegen? Okay, und wie mache ich das jetzt, wenn ich einen Fehler bei WordPress drin habe, das Ganze auf dem Server habe und jetzt kommt eine Fehlermeldung, muss ich jetzt alles von vorne anfangen? Oder kann ich, wie war das nochmal, wie kann ich in die Programmierung reingehen ohne Programmierkenntnisse? Wie mache ich das nochmal? Einfach das entsprechende Schnipselchen aus dem Video rausziehen, die 5 oder 10 Minuten dir einmal ansehen und schon bist du wieder im Bilde. Das ist also auch der Vorteil dann für die Kundenseite. Recherche. Da ganz klar für mich, Webseite und WordPress ist für mich das absolute Basiswissen. Da war jetzt für mich dann auch die Frage, okay, erinnere dich nochmal daran zurück, wie war das damals, als du anfingst, dich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen? Welche Fehler hast du gemacht? Ich sage nur, ich habe einen Webmaster beschäftigt und er hat mich ein paar tausend Euro gekostet. Inzwischen mache ich alles selbst, was sehr viel effizienter ist und sehr viel nervenschonender auch.
Wie ist das mit allen anderen? Wie ist das mit den Mitbewerbern? Was machen die Mitbewerber und Mitbewerberinnen? Was machen sie besser? Wo ich dann auch sage, okay, das ist mir viel zu tief. Das ist überhaupt nicht das, was für mich und für meine Kundinnen und Kunden wichtig ist, sondern was geht jetzt so richtig in die Tiefe in Richtung Programmierung und Feinheiten und noch mehr optimieren und noch mehr optimieren und noch mehr optimieren. Was geht zu weit? Also auch wirklich, was geht nicht weit genug und was geht zu weit? Was machen die Mitbewerber und wie, in welchem Stil machen die das? Und ab welchem Punkt sagst du, okay, das mache ich, und ab wann sage ich, nein, da verweise ich an X oder an Y weiter? Das mache ich ja grundsätzlich. Wenn ich an einem Punkt bin mit meinen Kundinnen und Kunden, wo dann so spezielle, super spezielle Fragen kommen, dass selbst ich sie nach meiner Berufserfahrung nicht mehr lösen, nicht mehr beantworten kann, dann habe ich natürlich auch noch meine Profis im Hintergrund in meinen Netzwerken, wo ich dann sagen kann, okay, du hast jetzt einen ganz speziellen Punkt zu dem und dem Programm oder zu dem und dem Funnelaufbau oder zu dem und dem E-Mail-Aufbau. Ich persönlich habe das von der oder von dem gelernt, würde ich dir auch empfehlen, mach da mal ein Coaching. Grüß mal nett von mir. Das ist also so die Art und Weise, wie ich arbeite. Also einfach Recherche, Recherche, Recherche. Was wird gebraucht? Und vor allen Dingen rausgehen aus der eigenen Sicht, also rausgehen aus der Erfahrungssicht und wieder zurückerinnern an die Dinge. Wie war das damals noch? Vor welchen Problemen stand ich damals noch? Wenn du drin steckst und es kannst, kommst du auf manche Fragen auch nicht, sodass du dann einfach auch denkst, okay, was fehlt da jetzt noch? Was fehlt der Kundin? Was fehlt dem Kunden? Und da sind Suchmaschinen sehr gut. Da empfehle ich dann immer, reinzugehen in die Suchmaschinen. Und ich hatte ja vorhin erzählt, denk wie der Kunde, denk wie die Kundin und tipp das so ein. Also da würde jetzt beispielsweise nicht stehen, was wäre denn jetzt mal, genau, CMS, also WordPress CMS, sondern vielleicht WordPress Software, oder da würde stehen, WordPress, was ist das, in irgendeiner Form. Die Suchmaschinen geben dir ja dann, wenn du anfängst zu tippen, verschiedene Fragealternativen aus und sagen dir, was andere schon vor dir gesucht haben. Und da kannst du dann so ein bisschen schon mal herausfinden, was fragen deine Kundinnen, deine Kunden, was fragen deine Gemeindemitglieder, wonach suchen die? Auf die Art und Weise kommst du dann schon wieder ein paar Schritte weiter. Also Recherche, auch in dieser Hinsicht Suchmaschinen unbedingt nutzen. Planen. Was brauchst du, wie lange? Ich habe jetzt bei diesem Kurs, habe ich mich hingesetzt und habe, ich mache das immer so, erstmal handschriftlich auf einem schönen weißen DIN A4-Blatt mit Kugelschreiber einfach von oben nach unten runtergeschrieben, die einzelnen Schritte. Sprich, womit fängst du wirklich an? Du fängst erstmal an zu überlegen, brauchst du WordPress oder brauchst du was anderes? Nachdem du das geklärt hast, kommt die Frage, wenn du dich für WordPress entscheidest, willst du WordPress.com oder WordPress.org? Was spricht für welche der beiden Systeme? Und wie hängt das überhaupt zusammen? Und kann man schnell mal eben hin und her wechseln? Oder gibt es da Probleme? Feinheiten herausfinden. Dann geht es um die Frage, welcher Hosting-Anbieter? Und woran erkennst du, ob der Hosting-Anbieter was taugt oder eher weniger was taugt für deine speziellen Ziele, für deine speziellen Zwecke. Denn jede Webseite hat andere Ziele und andere Ansprüche. Also ich sage jetzt mal, ein Fotograf, eine Fotografin hat mit einer normalen Festplattengeschichte sehr viel mehr Glück als mit einer SSD-Festplatte. Und wenn jemand sehr viel Wert auf schnelle Performance legt, also weniger Datenvolumen hat, es mehr auf die Schnelligkeit ankommt,
ist die normale Festplatte jetzt nicht mehr die Wahl der Stunde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also da. Also Hosting-Anbieter dann herausfinden, wo soll der sitzen, was für Qualitäten soll der haben, wo muss ich noch so drauf achten. Also Technik, Sicherheit, Standort, wie ist das mit drumherum, wie ist das mit der internen Sicherheit, mit der externen Sicherheit, wie ist das mit der Anbindung an die Datenknotenpunkte innerhalb Europas und innerhalb Deutschlands eventuell. Wie sieht das aus mit Backup-Systemen? Wie sieht das aus mit Service, mit Service-Seiten? Wie sieht das aus mit Feedback und so weiter und so weiter und so weiter? Das sind alles Fragen, die dann beim Hosting-Anbieter eine Rolle spielen. Und dann noch ein tiefer, welchen Vertrag brauchst du? Brauchst du einen kleinen Vertrag? Brauchst du einen großen Vertrag? Was genau hast du vor? Hängt auch davon ab, wie viele Domains, wie viele Landingpages du haben möchtest, wie viele Webseitenprojekte du insgesamt haben möchtest. Also das sind alles so Fragen, die da wieder eine Rolle spielen. Dann geht es darum, welche Domain soll es sein? Wie findest du die richtige Domain? Wie registrierst du eine Domain? Dann, wie ist das mit der Datenbank? Wie legst du eine Datenbank an? Dann, wie machst du das mit der SSL-Verschlüsselung? Ohne SSL-Verschlüsselung kannst du im Grunde genommen deine Webseite gleich in die Tonne treten. Also SSL-Verschlüsselung. Dann brauchst du eine E-Mail, die mit der Webseite zusammenhängt. Also fragcarmen@wunschdomain.de statt fragcarmen@gmx.de, um jetzt mal einen der vielen Anbieter zu nennen. Dann musst du die Möglichkeit haben, wie machst du das, diese Webseite und vor allen Dingen diese E-Mail, die du für die Webseite erstellt hast, mit deinem E-Mail-Programm auf deinem Laptop und deinem PC zu verbinden. Auch das habe ich mit untergebracht. Dann, wie und wo lädst du WordPress runter und welche Version der unterschiedlichen WordPress-Versionen brauchst du? Dann, wie änderst du das ab, um das noch abzusichern, denn WordPress ist eins der meistgenutzten Systeme im Internet. Die meisten Webseiten werden mit WordPress erstellt und umso mehr es von irgendetwas gibt, umso interessanter ist das Ganze für Verbrecher. Dementsprechend sichere dein Haus, sichere dein Eigentum, sichere deine Webseite ab. Und das beginnt eben schon, wenn du WordPress heruntergeladen hast, durch die Bearbeitung. Und du brauchst da keine Programmierkenntnisse. Du kannst das mit Bordmitteln machen. Du brauchst keine teure Software dir irgendwie anschaffen. Nichts. Nada. Niente. Ganz einfach, Schritt für Schritt für Schritt erklärt. Dann nächstes, wenn du das gemacht hast, hochladen auf den Server. Dann nochmal kontrollieren. Dann von vorne im aus dem Internetbereich nochmal scharf schalten, dass die Installation abgeschlossen wird von WordPress. Ja, und dann geht's an die Einrichtung von WordPress, also an die Grobeinstellungen, wie die Permalink-Geschichte, wie die Benutzer eingestellt werden, welche grundsätzlichen Überlegungen du anstellen musst, um überhaupt mit WordPress zu starten. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, so, das ist dann abgerundet, dann steht das Ganze. Und dann geht es in Richtung Optimierung. Das ist dann ein anderer Kurs. Also das ist Kurs 1, den ich mir so von der Planung her vorgestellt habe. Und dann, wie das dann immer so ist, kommt mit Sicherheit noch das eine oder andere noch als Bonusmaterial dazu. Dann geht es in die Umsetzung. Wie habe ich die Umsetzung gemacht? Umsetzung Teil 1, mach eine Liste, schreib dir auf und guck dir an, welche einzelnen Schritte gemacht werden müssen. Umsetzung Teil 2, geh das Ganze Schritt für Schritt von Schritt für Schritt nochmal selbst durch. Also, guck dir an, heutiger Stand der Dinge, Webseitenprojekt X. Was für einen Hosting-Vertrag nimmst du, also Hosting-Anbieter, Hosting-Vertrag, welche Wunschdomain nimmst du? Und dann machst du das mit deiner Wunschdomain einfach Schritt für Schritt und nimmst das Ganze auf, filmst das Ganze
bearbeitest dann deine Filme, kommentierst die, versetzt die noch mit zusätzlichen Zusatzinformationen und dann hast du jeweils ein Video-Tutorial zu jedem kleinen Abschnitt. Also zu diesen ganzen Abschnitten, die ich genannt habe, ein jeweils einzelnes Video-Tutorial, sodass man dann eben nicht gezwungen ist, das ganze Material durchzusehen, sondern direkt an den Punkt springen kann, den man gerade braucht. Also, wenn du jetzt suchst, okay, wie war das jetzt mit der SSL-Verschlüsselung, klickst du auf SSL-Verschlüsselung und hast sofort das entsprechende Video. Das ist so das von der Umsetzung her. Jetzt bin ich gerade in der Feinbearbeitung. Dann geht es natürlich Umsetzung dann auch in Richtung Marketing. Also Marketing im weitesten Sinne, so wie jetzt, dass ich einfach davon erzähle, dass es diesen Online-Kurs gibt in Kürze, dass ich ihn gerade erstelle und dass ich ihn launche und wie ich ihn erstellt habe, was da so alles so dahinter steht, aber auch eben Marketing im engeren Sinne. Das heißt, also noch Zusatzarbeiten sind zu erledigen, wie Promotion-Videos erstellen für Vimeo, Promotion-Videos für Facebook, Promotion-Videos in einem anderen Format, dann wiederum für Pinterest und so weiter und so weiter und so weiter. Diese ganzen Dinge und dann erstmal gucken, was läuft an organischer Reichweite darüber und schon mal ins Auge fassen, eventuell noch zusätzlich zu dem Ganzen noch Werbeanzeigen zu schalten. Und wenn ja, in welchem Ausmaß und wenn ja, wo? Also beispielsweise bei YouTube oder über Google Ads oder über Bing Ads oder über vielleicht auch über Twitter oder definitiv auch über Pinterest Ads. Also welchen Bereich, in welche Plattform dann hauptsächlich und wann? Also Pinterest sofort eine Pinterest Ads zu machen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Da muss ich mindestens einen Monat, besser 2 oder 3 Monate warten und die organischen Suchen mehr anregen und danach dann erst mit dem Pin starten. YouTube würde sofort Sinn machen. Twitter würde auch sofort Sinn machen. Facebook denke ich auch. Also das ist dann auch so eine Abwägungssache. Gehört alles zur Umsetzung mit dazu. Planung und Umsetzung. Also es ist fließend. Und dann immer wieder kontrollieren, wie weit bin ich, was habe ich schon, was muss ich noch machen, was läuft nicht, wo muss ich nachsteuern. Ja, und immer wieder optimieren, immer wieder ergänzen, immer wieder gucken, okay, da fehlt noch ein kleines Stückchen, da fehlt doch noch ein kleiner Videoschnipsel. Den Schritt kennst du aus dem FF, der ist dir persönlich völlig 1A klar, weil du das schon 15 Mal gemacht hast. Aber jemand, der das noch nie gemacht hat, kennt das nicht und denkt sich wahrscheinlich, okay, jetzt von dem Video zu dem Video, da fehlt mir irgendwie ein Schritt. Was fehlt da jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Und wo ist der Button hingekommen? Der war doch eben gerade links, jetzt ist er da links nicht mehr. Wo ist er jetzt? Also solche Dinge. Das gehörte alles dazu. Und dann eben auch Optimierung und Ergänzung in Richtung mit anbieten, wenn Fragen da sind, dass man dann eben noch eine Nachbearbeitungszeit mit rein gibt. Das ist dann auch so ein Punkt, wo ich sage, das gehört mit in Richtung neue Ideen, wo ich dann eben sage, das ist das Online-Produkt und auf dem Online-Produkt aufgebaut sind dann natürlich andere Produkte wieder. Zum einen wird das Online-Produkt, also der Online-Kurs hier mit eigene WordPress-Website erstellen, die Schritt-für-Schritt-Anleitung wird ergänzt mit einer zusätzlichen Betreuung, also mit einer zusätzlichen Unterstützung per E-Mail und auch gerne per Zoom, wenn irgendwelche Fragen zwischendurch sind, in einem bestimmten Zeitraum, steht dann auch bei dem Produkt, beim Angebot mit da drin, dass dann eben du auch nochmal Fragen stellen kannst. Und das Ganze dann eben noch in Kombination mit einem Workshop, dass ich dann eben auch sage, so Leute, wer den Kurs bis zum Tag X gekauft hat, kann sich jetzt anmelden. Da gibt es einen Workshop für diejenigen, die das Ganze schon gekauft haben. Für günstig Geld könnt ihr einfach nochmal 2, 3 Stunden zusammensitzen mit mir, online natürlich dann wieder über Zoom, kleine Gruppe und dann einfach mal untereinander besprechen, ob es noch irgendwo Fragen gibt, was man noch optimieren könnte. Dann kann ich auch gerne nochmal so direkt Webseiten-Audit, Live-Audit machen, dass ich dann einfach nochmal den einen oder anderen auf den Sessel setze und dann
nach Rücksprache natürlich dann eben auch die einzelnen Webseiten dann auch nochmal durchschaue. Dass wir dann gemeinsam gucken, was sieht gut aus, was könnte man nochmal so verbessern. Ja, das ist das eben mit den neuen Ideen prüfen und dann eben gucken, was ergibt sich sonst noch so, was ergibt sich vielleicht auch noch aus den Fragen heraus, wenn von eurer Seite, also wenn von deiner Seite aus da Fragen sind, so nach dem Motto, okay, jetzt habe ich das alles gemacht, die Webseite steht, ich habe mir das alles angeschaut, ich habe das aufgebaut, jetzt habe ich noch folgende zusätzliche Fragen oder jetzt meine Webseite, klappt alles, aber ich brauche jetzt noch ganz, ganz dringend für mich selbst eine Fanpage oder für meine Gemeinde eine Fanpage oder ich brauche für das Unternehmen eine Fanpage oder ich brauche ein Unternehmenskonto für Pinterest oder ich möchte Twitter jetzt für Sonderangebote nutzen und. Wie mache ich das? Das ist dann ja eben dann das, was sich daraus dann alles so ergibt. Ja, das zur Übersicht. Wie erstellst du eigene Produkte? Wie erstellst du eigene Dienstleistungsangebote von A bis Z, egal in welchem Bereich du arbeitest? Das Prozedere ist immer gleich. Also das Verfahren ist tatsächlich immer gleich. Das ist einfach diese Art und Weise, da vorzugehen. Wenn du jetzt für dich ein Online-Coaching wünschst, gar kein Problem. Du kennst ja auch meine Fanpage hier von Facebook. Da bist du jetzt im Idealfall gerade drauf. Und unterhalb des Titelbildes auf der rechten Seite gibt es den Knopf mehr dazu. Da draufklicken, dann bist du direkt auf meiner Webseite und zwar auf der Unterseite mit Coaching und mehr. Dann kannst du dir ansehen, welche verschiedenen Bereiche ich abdecke, wo ich dir bei Unterstützung geben kann. Und dann können wir in einem kostenfreien Erstgespräch einfach mal abklären, was du genau brauchst, was du dir wünschst und was für dich in Frage kommt. Das sind dann so die Punkte, die wir dann Schritt für Schritt einfach dann durchgehen können. Ja, seit 2013 bin ich selbstständig. Davor habe ich zig Jahre in dem Bereich bereits gearbeitet, war also für Webseiten und Social-Media-Auftritte zuständig und habe von A bis Z selbst ist die Frau mir alles angeeignet, was irgendwie mit Technik, irgendwie mit Internet und irgendwie mit den sozialen Medien zusammenhängt und Sinn ergibt für jemanden, der in diesem Bereich unterwegs ist. Ja, das war's für heute. Das war der heutige Netzsprechtag. Ich hoffe, es hat dir wieder was gebracht. Das nächste Mal wird regulär wieder stattfinden in 2 Wochen, glaube ich. Ich glaube, das, warte mal, jetzt muss ich mal selber eben kurz einmal in die Veranstaltung reingehen. Jetzt haben wir ja, genau, am 2. Am 2., ich hatte recht, am 2. Dezember, dann wieder zur üblichen Uhrzeit, wieder hier auf der Fanpage, geht's wieder weiter. Da wird dann wieder der Netzsprech stattfinden. Wenn du Fragen hast, schreib mir unten drunter. Mach einfach gerne einen Kommentar rein. Teile auch gerne das Video. Ich freue mich darüber. Und ja, kontaktiere mich, wann immer du möchtest. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis die Tage und wir hören und sehen uns dann spätestens beim nächsten Netzsprech, beim nächsten regulären Netzsprech am 2. Dezember. Bis dann. Tschüss.